Wer geduldig ist, der ist weise. Jetzt sind sie weitergezogen. Ich habe eben Tiere gesehen, die Timo und Papa heute in der Geschichte sehen. Wollt ihr wissen, welche? Dann hört gut zu. Warten lohnt sich. Schon um 5 Uhr ist Timo heute mit Papa aufgestanden. Sie haben warme Sachen angezogen und sind dann zu Nils gefahren. Der wartet mit seinem Vater schon vor der Tür. Dann fahren sie zu viert in dem Geländewagen von Nils Vater weiter. Mitten im Wald steigen sie aus. Ein kleines Stück geht es jetzt quer durch den Wald. Dann sind sie da. Ihr zuerst, Jungs, flüstert Nils Vater. Die beiden Jungs klettern eine Holzleiter hoch. Dann stehen sie oben auf der Plattform eines Hochsitzes. Sie setzen sich hin, während die Männer hochklettern. Boah, das wackelt ganz schön. Nils Vater ist Förster. Er möchte gucken, wie viele Hirsche im Wald unterwegs sind. Ihr müsst ganz ruhig sitzen bleiben. Da vorne kommen sie fast jeden Morgen aus dem Gebüsch. Timo guckt angespannt auf die gezeigte Stelle. Auch Nils ist aufgeregt. Hirsche sind so majestätisch. Doch es tut sich nichts. Die Jungs fangen an, sich zu langweilen. Nils Vater guckt sie immer wieder warnend an. Es ist ganz wichtig, dass alle leise sind, sonst kommen die Tiere nicht. Timo fängt an zu frieren. Seine Beine tun weh. Eigentlich möchte er gern wieder nach Hause. Sein Magen knurrt. Plötzlich bewegt sich was. Nils Vater stößt die Jungs an. Alle starren auf das Gebüsch. Und da kommen sie. Zuerst eine ganz dicke Hirschkuh, dahinter ein Hirsch nach dem anderen. Sehr groß und behutsam sind sie. Timo und Papa sind sprachlos. Sie haben noch nie Hirsche in der Wildnis gesehen. Hirsche, freut sich Nils Vater. Denen scheint es gut zu gehen. Nach einigen Minuten verschwindet die Hirschfamilie wieder. Als Timo und Papa mit frischen Brötchen nach Hause kommen, haben sie viel zu erzählen. Timos Beine tun noch ein bisschen weh vom langen Hocken. Aber das Warten hat sich gelohnt. Keiner wartet gern. Doch manche tollen Dinge kommen erst dann, wenn man geduldig warten kann. Zugegeben, ich bin da auch nicht so richtig gut drin, aber ich übe. Bis morgen.